Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Divinity Original Sin, die Enhanced Edition. Auch heute wieder mit dabei der Chris. Hi. So, wir sind in der letzten Folge, als wir den Tatort besichtigen wollten, durch irgendeinen Stein an das Ende der Zeit teleportiert worden, wo wir dann jetzt hier zur Weberin der Zeit selbst gekommen sind. Und die fragt uns, wie wir hier hingekommen sind. Ich weiß nicht, ob das einfach nur zum Ärgern ist für uns oder ob sie es nicht weiß. Und wenn sie es selber nicht weiß, dann mache ich mir echt Sorgen so langsam. Daher antworten wir auch wahrheitsgemäß. Es war ein Stein, ein seltsamer Stein hat uns von dort, wo wir in Rebellion standen, an diesen Ort in den Sternen teleportiert. A stone. So. It was a stone that caused the great shock of energy that brought you here. And it infused you with new life as well. Ich weiß zwar nicht, wie der uns neues Leben eingehaucht hat. Ha? Hab jetzt noch nichts anderes gemerkt oder irgendwelche Level-Ups oder irgendwas. Nee, deswegen. Ja, das ist das, was gerade passiert ist. Habt ihr das schon einmal erlebt? Not like this, no. What happened to you is unique in all my work. Okay, das ist einzigartig. Das heißt also, dass etwas in der Zeit passiert ist, das sie nicht mitbekommen hat? Schwierig. Never had I experienced something so contrary to my nature. To weave something I had not seen, had not expected. Life does not simply spring into existence, you see. Ja, okay. Oh, also sie tut das Ganze erstellen, aber sie weiß nicht, was sie erstellt, bis sie es erstellt hat. Wir sind etwas komplett Neues. Mhm. Und sie auch nicht erwartet. Mhm. But yours has. You appeared before me from the moment you came into contact with that stone. Starstone. I now know it to be called. Aha. Ein Sternenstein. But, Madam Weaver, how is it possible? Do you not see all? Have you not woven all that is and could ever be into your tapestry? Das ist eine sehr gute Frage. Der Zigzag fragt nämlich jetzt, wie das sein kann, dass etwas passiert, was sie nicht sehen kann, weil sie ja die Zeit webt. Like the stones, your guests are a mystery to me. I see them before me in this world, but their likenesses appeared not upon my tapestry, but on the revived the stone. Das ist natürlich höchst interessant, weil wir in diesem Zeitteppich überhaupt nicht existent waren, bis wir diesen Stein berührt haben, aber dort gelebt haben. Okay, weiter. Source Hunters, it would seem that yourselves and Starstone are inextricably linked. Why and how, I cannot say, but I do believe that finding more stones will reveal to me who you yourselves truly are. Okay. Also sie weiß, dass da mehr Steine sind, aber okay. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ploppen sie jetzt. Ja, so langsam sieht's. Im Teppich halt auf, sag ich mal. Was hat es mit diesen Sternensteinen auf sich? Wo kommt er her? Starstone is not what it seems, Source Hunter. Its true nature must be part of a greater secret. A secret lost, even to me. Ach, da hat man wieder so einen kleinen Übersetzungsfehler. Weil wörtlich übersetzt hat sie halt gesagt, ein Geheimnis, das sogar ihr vergessen ging oder verloren ging. Und im Deutschen steht halt hier, ihre wahre Natur muss ein Teil eines größeren Geheimnisses sein. Eines Geheimnisses, ja, das selbst mir unbekannt ist. Ja. Das Lost, also verloren gegangen, macht da irgendwie mehr Sinn. Okay, weiter. Do you see what violence my work has suffered? What wounds lay upon the tapestry of time? Weiter. Mysteries of all time. Gaps in history. Oh, how they've tormented me for eons. Weiter. It would appear that Starstone transforms at your touch,
granting me new thread by which to mend the tapestry. Aha. It restores time itself. Das ist natürlich interessant. Dadurch, dass wir die Steine berührt haben, sind neue Fäden für den Zeitteppich gekommen. Und der wird dadurch wiederhergestellt im Prinzip. Genau, das, was sie verloren hat, wird wiederhergestellt. Okay, weiter. I see what the void would shrink. Starstone restores. Okay. Bisschen verwirrend, aber ja, weiter. Yes. Though I cannot explain why this Starstone is the antidote to the void's ravishment of our realm. Aber es macht doch Sinn. Was? Wieso? Weil, wenn die Leere alles auf ist, ja, verdaut, irgendwo muss das ja nachher nochmal rauskommen. Ja, okay. Das, ja, 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 du hast recht. Du hast tatsächlich recht. Gut, gehen wir Scheiße suchen. Genau. Glitzernde Scheiße, bitte. Gehen wir Sparkling Poop suchen. Ja. Das ist in Ordnung. Sparkling Poop. Das werde ich mal merken, so werde ich die Dinger jetzt immer nennen, wenn ich dran denke. Oh, schau mal, da haben wir nochmal Sparkling Poop. Okay, machen wir mal weiter. If we do not restore time, if we do not discover the true nature of these stones, the void will consume us all. Ja, wir wissen schon die Natur von den Steinen, wir wissen, wo sie herkommen. Ja, genau. Offensichtlich. Ganz offensichtlich. Aber wenn diese Steine die Geschichte heilen können, müssen wir sie finden. Da bin ich definitiv dafür. Ich mag die Zeit. Ich will nicht, dass sie endet. Ja, das heißt, sämtliche Toiletten jetzt durchsuchen und... Genau. Ja. Immer alle Plumpsklos durchgucken. Indeed, genau. You must. Though I may not yet understand why. It seems that you and you alone can unlock the powers within Starstone. Yet we are not the only entities who know these stones to be so much more than pretty gems. Aha, es gibt also pretty noch mehr, gems, die jetzt wissen, dass die Steine mehr sind wie einfach nur Schmuck. Why, of course, that's what they were doing. I have recorded their doings, you see. Collectors of Starstone, more and more by the day. Now I understand. They'd keep the stones from our reach. They'd prevent the mending of time. Aha. Sie wollen die Wiederherstellung der Zeit verhindern. Das heißt, sie wollen, dass alles vernichtet wird. Genau. Leute, so sieht's mal aus. Das geht viel einfacher. Bringt euch einfach um. Im Endeffekt ist das nichts. Das ist ein erweiterter Suizid. Genau. Sie sorgen dafür. Ein schönes Grab. Ja, genau. Lauft dahin, da werdet ihr in die Luft gesprengt. Genau. Der typische Unsinn von Bösewichten. Hey, ich habe keine Lust mehr zu leben. Ich nehme das Universum mit. Depp. Muss man nicht verstehen. Ja. Without these stones, Hunter, there will be no Rivellon. The entire tapestry will crumble. Even this plane will fall victim to the void's insatiable hunger. Ja, macht Sinn. Und kann ich mir denken, dass das passieren wird, dass dann, wenn die Leere siegt oder halt eben diese Steine immer mehr werden, dass dann dass dann halt eben alles der Leere zum Opfer fällt. That shall never be, m'lady. As sure as Zix comes before Zax, we will put a stop to it. First we mend the tapestry, then we stop the void. Ja, das ist ein Plan. Hört sich mal so an, als ob wir jetzt was machen. Are you ready? Are you willing? Will you hunt out the stones? Will you help us restore what has been lost? Aber hallo, natürlich. Oh, wir können wieder diskutieren. Jetzt müssen wir mit diskutieren. A moment ago we were hunting source in Rivellon. And now we're being told that we alone can prevent the end of time by way of some magic. So, was halte ich denn davon? Wir können unsere Reaktion auf den Sternstein nicht ignorieren. Auch wenn es verrückt erscheint, muss es an dem Ganzen etwas dran sein. We can't deny our reaction to Starstone. There must be something to all of this, mad as it may seem.
Lebst du noch? Ja, ich bin allerdings. Na egal. Alles ist möglich. Und der Weaver, also wenn die Frau das so sagt, dann muss es ja wohl stimmen, ne? Müssen wir das seriös nehmen. Ja, wow, wir sind uns mal einig. Ja, das da hört sich schon mal ist sehr ziemlich schwer. Eindeutig, nicht wahr? Ja, ja. Genau. Oh, wir sind beide romantisch veranlagt. Ja, und ich bin ja schon vorher von Romantik gewesen, also. Genau, Lea. So, und jetzt? Boah, die sind beide. Sag mal, was für eine Sympathie haben die bei dir? Minus 5 oder 5? 5. Ich habe sogar bei denen Sympathie verloren. Was ist denn das für ein Scheiß? So, dann reden wir nochmal mit dem. Genau, noch haben wir nicht aufgegeben. Wieso rausfinden, wer wir sind? Das müssten die Charaktere doch eigentlich wissen, oder haben die auch das Gedächtnis verloren? Nö, das wurde eigentlich keine Indizie, dass das so war. Wir sind so als Hunters, die wo hier geschickt wurden, für einen Mörder zu lösen. Ja, genau. Also nicht irgendwie, ich habe keine Erinnerung mehr. Ja, wir sind am Strand aufgewacht und irgendwo, wer bin ich? Ja, genau. Okay, weiter. Who wouldn't want to see what fantastic changes your search will yield? And who knows what the Weaver might discover about you? Ja, da bin ich mal gespannt, wie sie das hinkriegen wollen, dass wir da zwischen unserem eigentlichen Jetzt und dem Ende der Zeit hin und her wechseln wollen. Luckily, the power of portals is known to you, so I'll let you in on the little secret of how to transport back and forth from the end of time. Just, you know, don't go sharing it around. Never know who we can trust these days. Das braucht er mal nicht zweimal zu sagen. Off you go then. You've Starstone to find, and I've a tapestry to examine. Surely there must be some clue here as to how on earth you're related to the end of time. Das ist. Ja, macht Sinn. Irgendwie muss man ja mal rausfinden, was hier überhaupt los ist. Genau. Die Weberin der Zeit hat gemeint, dass sie dadurch, dass wir Sternensteine finden, wieder am Bilderteppich der Zeit weben kann. Wie ist das möglich? Das interessiert mich schon ein bisschen. Cross my heart, hope to fade in the void, I honestly don't know. But ask her, if she claims it is so, perhaps she knows why. Ja, aber was du ihn jetzt fragen könntest, eigentlich, wenn er das nicht weiß, ist, wo wir die Steine finden können, weil er hat ja gesagt, er beobachtet schon die ganze Zeit die Leute. Stimmt. Da ist es auch. Wenn ich schon nach Sternsteinen suchen soll, wüsste ich gern, wo ich anfangen soll. Warum du Stern? Aber du schreibst doch immer auf, dass du da was wegholen. Ja, dann du brauchst kein Buch, um zu schreiben. Du brauchst nur zu sagen, wer das war. Oh Mann. Nicht historisch. Ich verstehe. Er hat zwar beobachtet mit seinem Teleskop, das scheinbar durch die Zeit geht, dass irgendwer so komische Steine wegholt, hat aber bisher selber nicht gewusst, was es ist und denen keine größere Bedeutung beigemessen. Und das deswegen nicht aufgezeichnet. Okay. Ja. Ach, er zeichnet alles auf. Ja, dann wäre er jetzt nicht hier. Weil dann wäre er ja nie fertig. Okay, weiter. From what I can gather, though, they were once cherished by devious sorcerers whose reign ended long ago. The stones are therefore most likely to be found in the ancient places of this world. Okay. Relic Hunter! Ruins, Dungeons. Caves, the lairs of long forgotten evils. Those are the dens you should frequent. Two more pieces of advice. Don't go unarmed. Er hat Agenten. And consult with my agent. Also die Frage hier stelle ich nicht. Ich verstehe noch immer nicht, wie Sternenstein und der Drache der Leere zusammenhängen. Also
Ich will bei meiner. Ich will bei unserer Theorie bleiben. Genau. Mit Sparkling Poop. Genau. Die finde ich einfach super. Genau. Die Wahrheit interessiert mich hier nicht. So. Kommt ihr euch als einziger Chronist der Zeit nicht irgendwie seltsam vor? Lonesome, observing the frontier of creation, surfing the vibrant tide of the eons, always approaching yet never reaching shore. Lonesome, being privy to all that has been and all that is. Ja, das hört sich sehr einsam an. I don't mean to complain, but one certainly doesn't mind a bit of company now and then. Okay. Perhaps you can imagine the profound pleasure it is to have made the Weaver's acquaintance after all these years. I can hardly wait to pick her brain about the great battle of the Sons of Sigurd. The last Rivalonian who remembers it died more than 7000 years ago. Der ist wohl schon ein bisschen älter, der Historiker da. Boah. Und er will sie über eine Schlacht ausfragen, die vor über 7000 Jahren stattfand. Sehr ambitioniert, nee, also, aber er ist da, glaube ich, an der richtigen Stelle. Die Schlacht war nicht vor 7000, sondern die letzte Person, die danach weiß, ja, ist gestorben vor 7000 Jahren. Vor mehr als 7000, ja, genau. Ja. Und die Schlacht ist somit vor über 7000 Jahren ja logischerweise gewesen. Ja, ja. Und sind wir nicht auch Rivalonians? Ja, ja, das ist die Welt generell. Genau. So, das heißt, unsere Menschheit, die ist schon tot seit 7000 Jahren. Schön. Hä? Ah ja, der letzte... Wir sind Rivalonians. Unsere Welt. Die Welt ist Rivalion, ja. Genau. Und die Menschen dort drin sind alle tot seit 7000 Jahren. Nein, wieso? Das da ist ja jetzt... Ja, wir sind aber in der Zukunft. Nein, wir sind jetzt. Okay. wir sind eigentlich zeitgleich am Ende der Zeit, wie an dem Punkt, wo das jetzt ist in Rivalion. Weil ja die Zukunft noch nicht geschrieben ist. Die Zukunft wird ja mit jeder Sekunde geschrieben. Die Zukunft ist ja der Weberin der Zeit erst dann bekannt, wenn sie geschrieben worden ist. Also weiß sie selber nichts davon. Ja, aber so, somit sind wir jetzt. Und während... Ja, der letzte Satz. Ja. Der letzte ist gestorben vor 7000 Jahren. Ja, jetzt. Also die letzte Person aus Rivalion, ne, die sich daran erinnern konnte, dass diese Schlacht stattgefunden hat, ist vor 7000 Jahren gestorben. Ach. Ich lese die ganze Zeit falsch. Ich lese die ganze Zeit, dass The Last genau. Genau. Oh. So, dann sind wir aber fertig. Lasst uns das Thema wechseln. Dann sind wir mal weg. Source Hunter, final word. Once you return to Rivalon, there will be someone waiting for you. Okay, es wird jemand auf uns warten. My eyes and ears upon your word. Aha. Okay. I hope he'll be able to help you as much as he can. Time, I need hardly remind you, is of the essence. Ja, die Zeit drängt. Okay. Jetzt was töten? Wahrscheinlich, aber Zigzag hat euch das Geheimnis des Reisens über Wegpunkte verraten. Benutzt die Schaltfläche Spaltreise, um zu jedem Wegpunkt Schrein zu gelangen, den ihr bisher entdeckt habt. Ah, okay. What lies at its heart? Why, nothing, of course. The great absence of all that even the gods cannot comprehend. It eludes us, like infinity or the finality of tick-tocking time. Okay, so. Are upon this realm, our most honored guest. I hope you begin to find this place more familiar than it may yet seem. So, jetzt kann die uns nur... Och, geil, die kann verkaufen. Feenstaub, Faden und eine Nadel. Ja, Faden, Nadel macht Sinn, so als Weberin der Zeit. Aber sie kann sich nur...
Dann erzählt mir bitte von euch, meine Dame. In the ethereal threads of eternity, do I record the deeds of gods and men, of beasts and spectral apparitions? Aha. Okay. Macht Sinn. The drift of continents through changing seas, the rise and fall of empires, the shift of every grain of sand on every beach, the fall of every raindrop on every world, the all but imperceptible touch of lovers' hands, this and all I chronicle without fault. Ja, offensichtlich doch. Der Teppich hat ja Lücken scheinbar. Weil sie sagt ja eigentlich, dass sie halt eben alles fehlerlos aufzeichnet. Ja. Sogar Bewegungen eines einzelnen Sandkorns. Aber wir waren bis vor ein paar Minuten noch gar nicht existent in diesem Teppich, waren aber auf der Welt unterwegs. Also. Except, it seems. Achso, ich scheint es. Ja, okay. Ich habe eine weitere Frage zu stellen. Wer seid ihr wirklich? Ja, das ist wohl so offensichtlich. Sie wird das gleiche fast sagen. Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Da ist schon Grund, warum sind die wichtig? Ja, das wissen wir jetzt genau. Auch. Genau. Nur auf mich und meinen Kompagnon. Es mag vielleicht komisch klingen, aber fühlt euch hier draußen nicht einsam. Ich glaube, die Zwieberin der Zeit hat da was ganz anderes. Es ist eher so eine göttliche Essenz. Genau, so Entität Einsamkeit so macht ihr nichts und sein ist alles. Wenn ich das richtig verstehe, bin ich gar nicht auf dem Bilderteppich der Zeit dargestellt. Genau. Ja. Jetzt wüsste ich mal gerne, warum. Quite so. Your absence, it should be an impossibility, but no matter where I look, you cannot be found. Okay. I do not know you. Which makes you my one perennial imperfection, a blind spot in the eye of time. Ja, aber was mich wundert, dann müsste sie uns ja sagen können, wo alle Steine jetzt aktuell gerade sind. Ja. Aber das scheint sie auch nicht hinzukriegen. But perchance I may be cured of this blindness. Perchance the blemish may be undone, and time can be redeemed. Tja. Ja gut, wir waren ja hier Punkt 5, wie wir die Zeit lösen können, wenn ich, wie ihr sagt, nicht einmal Teil der Zeit bin. Wir sind ja jetzt Teil der Zeit. Genau, aber wir sind anscheinend, hat sie trotzdem keine Informationen über uns, wo sie da nachträglich einfügen kann. Über die Vergangenheit, ja. Ja. Gut, okay, nee, das ist ja jetzt das geringste Problem, würde ich mal sagen. Ja, also aber hat sie da nichts mehr Interessantes uns zu sagen. Ich würde gerade sagen, wir müssen den Agent jetzt treffen von dem einen und der weiß vielleicht irgendwas. Genau. Lass uns das Thema wechseln. Ich bin dann mal weg. Und wir sind generell weg. Die Folge ist vorbei. Ah. Genau. Wenn es euch gefallen hat und wir hoffen, dass es nicht zu langsam war, also zu langweilig war, weil da waren ja doch schon einige Sachen. Ja, das war sehr viel Text. Die wir da noch hätte machen können, beziehungsweise sogar noch hätte fragen können, was wir jetzt übersprungen haben, weil wir denken, das sind Fragen, die wir jetzt nicht brauchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen hoch da, Comments, Tipps, gerne auch ein Abo, wir freuen uns drüber und hoffen natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.